Die Salzgitteraner Beratungsstelle von Pro Familia befindet sich in Lebenstedt in der Berliner Straße 8. Hier fand als Beitrag zu den Frauentagsveranstaltungen 2019 ein offener und kostenloser Beratungstermin außer der Reihe statt. Diesmal ging es nicht um Familiengründung, sondern um das Thema Trennung und Scheidung. Stefanie Meinecke, Fachanwältin für Familienrecht aus Braunschweig, ist seit 17 Jahren im Familienrecht tätig. Sie weiß, Trennung und Scheidung bedeuten häufig wirtschaftliche Not für einen der ehemaligen Partner. Und meist sind es die Frauen, die leiden. Es liegt ihnen nicht, ihre Ansprüche durchzusetzen und sich kundige Hilfe zu holen. Die Folge, sie verzichten auf wertvolle Informationen und verschenken kostbare Zeit. Der häufigste Fehler in dem Sinne ist sicherlich, zu spät zu kommen, sich nicht rechtzeitig zu informieren, aus verschiedenen Gründen, die Scheu überhaupt einen Anwalt aufzusuchen. Es wird ja gemeinhin das Bild auch durch die Medien getragen, der raffgierige Anwalt, der ja auch nur in dem Gelde hinterher hechelt. Das ist sicherlich ein Fehler, den ich sehe, denn man sollte sich frühzeitig über die Folgen informieren, um vorbereitet in die sicherlich schmerzhaften, aber nötigen Auseinandersetzungen oder auch Gespräche zu gehen. Denn je länger man Punkte schleifen lässt, umso schmerzhafter und konfliktreicher wird es auch. Die Veranstaltung selbst durfte aus Gründen des Persönlichkeitsrechts nicht gefilmt werden. Was war der Inhalt dieses Informationsvormittags? In der Veranstaltung heute geht es darum, einen Überblick zu geben, welche Punkte bei einer Trennung zu regeln sind, auf welche Gesichtspunkte man achten sollte. Das fängt an auch durchaus schon vor der Trennung und geht hin bis zum Ablauf und natürlich auch zu den Kosten des Scheidungsverfahrens. Aber auch Möglichkeiten, Unterstützung für die Kosten im Sinne einer Verfahrenskostenhilfe oder Beratungshilfe zu erhalten. In ihrer eigenen Beratungspraxis bemüht sie sich um Sachlichkeit. Ziel meiner Tätigkeit und Ansatz meiner Tätigkeit ist immer, zu vermitteln, den Streit nicht weiter hochzukochen. Die Beteiligten sind meist in einer emotionalen, angespannten Situation. Da hilft es ihnen nicht, wenn ein Anwalt zusätzlich, ich möchte das Bild verwenden, Öl ins Feuer gießt. Das heißt, man muss pragmatisch, realistisch aufzeigen, was für Möglichkeiten gibt das Gesetz und das Recht. Und auch immer die Vermittlung zur Gegenseite, wie ich finde, in Familienverfahren oft ein böses Wort, suchen. Rund um Familie und Partnerschaft bieten Beratungsstellen vielfältige Informationen und Gespräche an. Auch wenn es zu Trennung und Scheidung kommt, brauchen die Beteiligten vielfach Hilfe von außen. Suchen Sie die Beratung, suchen Sie sich Hilfe und Unterstützung. Sonst kocht man im eigenen Saft und kann häufig nicht mehr über den Tellerrand hinausblicken. Wie Pro Familia nach der Veranstaltung mitteilte, hat ein halbes Dutzend Frauen die Gelegenheit wahrgenommen und mit Stefanie Meinecke länger als geplant diskutiert. Offensichtlich konnte sie bei den Fragen der Besucherinnen rund um Haus, Kinder und Unterhalt neue Perspektiven eröffnen und Mut für die Zukunft vermitteln. Im Gegensatz zu dieser einmaligen Beratungsmöglichkeit anlässlich des Frauentages ist für die regelmäßig stattfindenden juristischen Kurzberatungen in den Räumen von Pro Familia eine Anmeldung und eine Kostenbeteiligung erforderlich. Ähnliche Möglichkeiten wie in Salzgitter eröffnen Beratungsstellen in der gesamten Region, unter anderem Pro Familia in Peine oder Goslar.